Beim Absturz einer Passagiermaschine vom Typ Jakov Lewjak 42 sind nahe dem Flughafen von Jaroslawl mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befand sich auch das Eishockey-Team Lokomotive Jaroslawl, das mit dem Flugzeug unterwegs zu einem Punktspiel in Minsk war. Die Mannschaft spielte sehr erfolgreich in der ersten russischen Liga und hatte auch Ausländer unter Vertrag. 1997, 2002 und 2003 konnte sie die russische Meisterschaft erringen. Aufgrund des Unglücks wurde das Eröffnungsspiel der russischen Saison ebenfalls abgesagt. Aktuell befindet sich bereits ein Ermittlungskomitee unterwegs nach Jaroslawl, das sich etwa 300 Kilometer von Moskau entfernt befindet. Hierzu hat Ministerpräsident Putin bereits den Verkehrsminister Lew Vidin beauftragt. Die Jak 42 ist eine ursprünglich sowjetische Entwicklung, die bis zu 120 Passagiere fasst. Das Unglücksflugzeug war mit 45 Personen besetzt. Nach bisherigen Meldungen sollen zwei Passagiere den Flugzeugabsturz überlebt haben. Das Flugzeug ist aus geringer Höhe unweit des Flughafens abgestürzt, hat Feuer gefangen und ein Teil ist in die Wolga gefallen.